Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Ja, hier soll jemand sein. Zumindest hat sich das so angehört. Ist hier irgendwas? Oh, toll. Gut. Hat nichts gebracht. Lara, komm mal, komm hier. Warte, Kumpel. Ich wollte gerade sagen, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Aber so weit kam es gar nicht mehr. Oh, hier haben wir noch wieder was Schönes entdeckt. Das ist mir da nicht so schön. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Yamatai? Aha. Ja, ich habe gerade so eine, weiß nicht, so eine Metalband aus Japan, höre ich gerade, oder höre ich öfters mal rein. Drei junge Mädels sind das. Also sind in der Band. Und die finde ich gar nicht mal so schlecht. Haben schon einiges drauf. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich den anderen noch nehmen, aber naja. Okay, das war alles voll. Okay. Wo lang? Weiß ich nicht. Oder wollen wir mal hier lang? Was ist denn hier los? Okay, hier ist es. Was ist hier? Eigentlich wollte ich mal die Nase putzen, habe ich ihn voll vergessen, weil da eben jemand stand. Dann würde ich sagen, bin ich sofort wieder da. So, weiter geht's. Aber das Trinken habe ich schon wieder vergessen. Aber das mache ich gleich so zwischendurch. Und was sollen wir jetzt hier machen? Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Aha, okay. Scheiße, ich muss sofort hier raus. Von wo kommen die denn? Wo sind die denn?
Okay, da soll ich jetzt hin? Schneller, schnell! Nicht mal die hier wieder nehmen. So, was denn nachher? Kannst ruhig liegen bleiben und du auch, ja. Nein! Okay. Oh. Geht alles kaputt! Okay. Bleib liegen! Sieht gut aus. Kann ich nicht mehr. Na, komm her. Du kleiner Lawiner, du. Warte mal. Machen wir doch mal anders hier. Okay, das hat nichts gebracht. Das auch nicht. So, noch einer hier oder was? Ja, jetzt hier, meine Liebe. So, wo müssen wir denn eigentlich jetzt raus? Oh, guck mal, da sind Pfeile. Ja. Wo gehen wir denn jetzt raus hier? Und da, wo sie herkam? Denke ich mal, gehe ich mal von aus jetzt, weil wir keinen anderen Weg gefunden haben. Und ich so keinen anderen Weg gerade sehe. Ja. Weißt du so schön, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen oder so. Irgendwie so heißt es doch. Okay, ich soll da hin. Okay. Gehen wir doch da mal lang. Gucken, was hier so noch so ist. Dass da so bequem war, weiß ich auch nicht. So. Wie soll, sind die denn hier lang gekommen? Hoch wahrscheinlich, ne? Ich mal von aus. Das ist jetzt geruckelt. Kein Bienen, ne? So. So, gehen wir hier durch und gucken uns, was uns hier so erwartet. Also müssen wir zur Grabkammer und die Königin. Ja. Den Rest. Lara! Hier. Wo zum Teufel bist du? Oh nein! Was ist denn los? Wir werden angegriffen! Wir brauchen Hilfe! Verdammt! Nein! Ich muss sofort zurück! Sollen wir wieder zurück oder was? Kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück! Oh nein, jetzt müssen wir wieder zurück! Gibt's doch nicht! Ich glaub, wo mein Hump zu der Bonat hier? Ich kann ja noch nicht mal in Ruhe jemanden erlösen. So. Oh. Ich hab mich verbrannt. Achtung! Sie sind am Tier!
Feuer! Wartet doch mal, meine Güte! Ich muss hier nochmal etwas einsammeln. Das Wort gehört mir, ihr Hurensöhne! Hallo? Ein bisschen freundlicher bitte. Ich bin ja schon auf dem Weg, Leute. Hilfe! Wo bist du? Verdammt! So, und... Ui! War nicht so hoch, Lara! Okay, ihr Schweine! Ist das alles, was ihr drauf habt? Wow, was wird der denn abgeschossen? Oder ist das eine Falle? Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Okay. Dieser Whitman, ey, das ist doch ein... Und jetzt bringt er die da hin zurück und er ist wahrscheinlich der Erste, der dann... Ja. Das Zeitige gesegnet wird. Oh, soll ich auf... Ihr wisst, was ich meine. Was können wir denn jetzt hier wieder machen? Trommelmagazin verbessert das Nachladetempo und verdoppelt die Magazingröße auf 12 Patronen. Wer weiß, was noch uns noch so bevorsteht, würde ich sagen, nehmen wir das hier nochmal mit. Und ja, dann würde ich sagen... Hier haben wir soweit eigentlich alles... Eigentlich wäre das jetzt der passende Zeitpunkt, einen Cut wieder zu machen. Würde ich auch sagen, dann ist diese Folge zwar ein bisschen kürzer wieder, aber naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder ein wenig gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.